Herzlich willkommen bei CryptoTV. Es freut mich sehr, dass ihr wieder euer Interesse für meinen Medienkanal zeigt und euch dafür dieses Video ansieht. Doch vorweg, dies ist nur ein kleiner Auszug aus meinem Video, wo ich über die Demo in Salzburg am 16. Juli 2023 berichtet hatte. Und weil mir als Medienbetreiber das, was ich hier jetzt in diesem Film zu berichten habe, sehr am Herzen liegt, habe ich diese Szene nochmals extra als Video zusätzlich ausgekoppelt. Die Vollversion dieses Tages findet ihr in meiner Mediathek auf YouTube. Man werde die Kamera wieder mit einschalten. Es ist ja auch eines meiner vielen Aufgaben, die was dann vor Gericht vielen dieser Demonstranten geholfen haben, ihre neue Unschuld zu beweisen. Naja, wie gesagt, regt mich nicht auf, dass ich da jetzt nicht eine Komplettaufnahme mache. Ich meine, dazu möchte ich vielleicht nur eines sagen, ja. Ich habe auch noch genug anderes zu tun. Wer auf meinen Kanal sich umschaut, der sieht, dass ich ja nicht nur hier meinen Aktivismus betreibe. Gerade der Elvis und ich beweisen ja auf meinem Medienkanal, dass man auch abseits der Demo an unzähligen Tagen Nebenaktivismus betreiben, ja. Wäre ja mal wünschenswert, wenn das die anderen auch machen würden. Da sprich ich jetzt wirklich von allen. Auf alle Fälle, ich muss auch mal schauen, jetzt wo ich weiterkomme. Damit meine ich es auch nicht nur psychisch, weil das echt auf die körperliche und geistige Substanz geht. Na, es geht auch finanziell schon langsam immer bei mir. Ich meine, eins möchte ich doch einmal ins Gewissen reden. Gerade die was regelmäßig da bei mir reinschauen. Ich finde es klasse, dass es da für ungefähr 50 bis 100 Aufrufe auf meinen Kanal pro Video sorgt. Na okay, aber zumindest, ihr schimpft es alle so, wie die öffentlichen Medien ja das Falsche, die Unwahrheit sagen, entweder die Lügenpresse sind oder die Lückenpresse sind. Ja, aber wenn dann zum Beispiel so einer wie ich, der regional der einzige in Salzburg ist, der ein vernünftiges Medienportal betreibt, den seht ihr dann nicht wirklich. Ja. Zum Beispiel einfach mal auch so einen Kanal wie mir unter die Arme zu greifen, damit er bestehen bleiben kann. Weil, wie gesagt, es regt sich auf, dass die öffentlichen Medien so unlauter sind. Aber dann muss man auch zugleich die alternativen Medien, so wie ich einer es bin, ein bisschen mehr fördern. Und das geht nicht nur mit einem Schulterklopfen, davon kann ich mir gar nichts kaufen. Damit ich das noch professionell weitermachen kann, die Zeit mir dazu nehmen kann, wie gesagt, ich muss auch einen regulären Beruf eingehen. Die meisten da sind ja Pensionisten, die da dabei sind. Ganz wenige, die da im Berufsleben drinnen sind. Die haben schon eine Pflicht in der Arbeitswelt erfüllt da. Die dürfen die Pension genießen. Aber vielleicht kann man mal so einen Medienkanal wie mir auch finanziell unterstützen. Und wer es sich wegen der Teuerung nicht leisten kann, kann ich auch gut verstehen. Gab es vielleicht noch mal einen anderen Tipp? Zum Beispiel, ja, das Liken meiner Videos auf Facebook ist ja gut und schön. Wichtiger wäre es auf YouTube. Weil auf Facebook in der Blase etwas zu liken, das bringt sich gar nichts. Der Algorithmus auf YouTube muss erkennen, dass meine Beiträge gern gesehen werden. Da werden sie auch anders da forciert von YouTube aus auch. Und nicht nur das, da sehen auch Neueinsteiger, die auf meinen Kanal finden, ja, dass der anscheinend gute Arbeit leistet, weil da ein Haufen Däumchen nach oben sind. Und ich sprich da jetzt von den Däumchen nach oben auf dem YouTube-Kanal, nicht auf Facebook. Ja, vielleicht wäre es einmal auch gut, wenn ihr ein bisschen mehr kommentieren würdet unter meinen Videos. Und da meine ich auch nicht Facebook, da meine ich auch wieder YouTube. Ich meine, da gibt es solche Rotzen, damit drucke ich das noch wirklich nett aus, die so viel Scheiße unter meinen Videos machen, das was mich schon wirklich grantig und bass macht, ja.
das sieht man dann auch schon ein bisschen an meiner Form, wie ich zurückkommentiere. Vielleicht gebe es einmal ein bisschen Schützenhilfe und kommentiert es auch ein bisschen mehr unter meinen Videos. Ihr habt alle einen Facebook-Kanal eröffnet. Also könnt ihr es genauso gut auch einen YouTube-Kanal eröffnen. Das bedeutet nicht, dass ihr dort dann Videos hochladen müsst, aber dann habt ihr die Berechtigung, unter meinen Videos zu kommentieren. Ja? Und das wäre echt wichtig. Und ich sag's einmal so, wenn in den nächsten 2 Wochen sich jetzt nach dieser Anzeige, was ich jetzt mache, nichts ändern sollte, dann werde ich meinen alternativen Medienbereich extrem zurückschrauben. Und dann könnt ihr euch nicht nur aufregen, dass die öffentlichen Medien nichts Gescheites bringen, dann habt ihr vielleicht einfach mal auch den Sinn ergründen können, dass die alternativen Medien auch nichts bringen können und dass es einfach nicht fördert. So viel dazu, gell? Ja, es ist also mal wirklich ein Aufruf von euch für mich. Ich brauche Equipment, bessere Mikros, bessere Kameras. Ja, vielleicht kann man mich auch monatlich finanzieren, damit ich das hauptberuflich wieder machen kann wie vor vielen Jahren. Und dann haben wir einen anständigen Salzburger Medienkanal, der mir endlich die Wahrheit berichtet, der dann auch überall mit dabei ist, um dort zu berichten, wo die öffentlichen Medien nicht dabei sind. Und wenn doch, die sind den Dreck ziehen unlauter, gell? Okay, so viel mit. Habe jetzt genug geredet, ich schaue jetzt nach vorn und gebe mal Acht, dass nichts Schlimmes passiert. Und wenn doch, halte ich die Kamera drauf. Oder wird gegebenenfalls einschreiten. Bis dann, baba.